Hallo zusammen, ich begrüße euch zu Folge 10 in Satisfactory. Letztes Mal haben wir angefangen, eine neue Eisenproduktion aufzubauen, damit wir die Beschichtung, wie heißt sie doch gleich, intelligente Beschichtung, dass wir die bauen können und die dann mittels Weltraumlift ins All schießen können. Ja. Die Produktion habe ich mittlerweile mal fertig gebaut. Es hat noch ein bisschen länger gedauert als geplant. Aber mittlerweile läuft's. Die 50 Beschichtungen haben wir auch schon fertig. Sprich, wir können jetzt auch gleich den Weltraumlift nutzen. So. Jetzt fängt es natürlich wieder an zu regnen. Hier haben wir unsere Schmelzöfen. Der hier produziert scheinbar ein bisschen zu viel. Da haben wir unsere Miner. Förderbänder liegen auch voll. Prinzipiell nicht schlecht, aber irgendwo ist unsere Produktion noch nicht ganz optimiert. Aber das kriegen wir dann wahrscheinlich auch noch hin. Das sind die Konstruktoren, das hier sind die Fabrikatoren. Und hier im Endeffekt machen wir die intelligente Beschichtung. Geht hier über das Förderband bis da hinten zum Weltraumlift, da steht ein Lagercontainer. Da lagern wir das Ganze dann erstmal zwischen. Bisher produzieren wir auch noch nicht so viel, dass ich die Förderbänder und sowas alles direkt an den Weltraumlift anschließen möchte. Da weiß ich nicht ganz genau, was wir da noch alles brauchen. Da müssen wir einfach mal noch ein bisschen auf Erfahrungswert zurückgreifen, wenn die dann da sind. So, nochmal unsere Produktion. Da stehen die drei Miner. Gehen hier auf die drei Schmelzöfen. Werden von da verteilt auf die Konstruktoren. In zwei Reihen, weil zwei Produktionsschritte, ne? Da hinten stehen die Fabrikatoren, die dann einmal die verstärkten Eisenplatten machen und die Rotoren. Und dann mit dem Fabrikator machen wir dann die intelligente Beschichtung über das Förderband zum Weltraumlift. Extra dafür haben wir hier vorne nochmal eine eigene Stromproduktion aufgebaut, die jetzt wirklich nur für diesen Fabrikteil, sage ich mal, ist. Da gucken wir jetzt auch gleich nochmal, wie das aussieht mit der festen Biomasse. Ob wir da genug haben, oder Festbrennstoff. Das füllen wir noch mal ein bisschen nach. Und bei dem Festbrennstoff hat sich auch ein bisschen was geändert. Da müssen wir aber dann gleich auch noch mal dran. Das habe ich jetzt so geändert, dass wir schon mal aus dem Holz automatisch Biomasse machen, die dann automatisch in festen Biotreibstoff umgewandelt wird. Und da würde ich dann gleich noch mal dran gehen, dass wir das Ganze noch für die Blätter bauen. Aber erstmal füllen wir diese jetzt hier auf. Hier steht der dritte, vierte. Dann hoffe ich, wenn wir das gleiche mit dem Weltraumlift einmal alles abgeschossen haben, dass wir danach vielleicht endlich mal eine neue Möglichkeit kriegen zum Strom produzieren. Und zwar irgendwie, dass wir da gar nicht mehr Hand anlegen müssen. Sprich, dass wir keine festen, keine Biomasse und sowas mehr farmen müssen. Das wäre schon mal eine wahnsinnige Erleichterung. Da müssen wir hier auch mal noch eine Linie aufbauen, dass wir Kupferbleche produzieren. So, füllen wir diese hier noch schnell auf. 1, 2, 3 und 4. So. Das haben wir. Dann würde ich sagen, schießen wir jetzt erstmal eben hier unsere Beschichtung jetzt all. Wir können nebenbei den Miner wieder leer machen. Dann können wir vielleicht hier einfach mal noch eine Rampe hinbauen, dass wir hier hochkommen. Fundamente, 4 Meter Rampe. Hey, da soll hier hin. Die hier brauchen wir nicht, die ist zu viel. So. Aber wir könnten hier noch eine Rampe hinbauen, damit wir an den Lagercontainer kommen. Das sind 2 Meter. Ja. Eine 2 Meter Rampe. Gut. So. 32. 33.
Eigentlich waren hier mal 50 drin. Oder wo habe ich die anderen hingelegt? 0 von 50? 33 von 50? Hier fährt auch gerade nichts hoch, warum nicht? Angeblich hat der Fabrikator hier keine Teile. Und der da hinten auch nicht. Da hinten ist so einiges, was steht. Warum? Dem fehlen Rotoren. Dem fehlen Eisenstangen. Haben wir welche in der Tasche? Ja. Die schmeißen wir schon mal da rein, dann kann er weitermachen. Dem hier fehlt, der hat Eisenbarren. Der soll Eisenstangen produzieren. Der hat da beim letzten Mal schon so Zicken gemacht. Der steigt manchmal aus. Ich weiß gar nicht warum. Einmal Rezept neu anwählen, dann läuft der wieder. Und dieser hier genauso, oder was? Na gut, der ist untätig, der ist aber auch noch voll, ne? Ansonsten funktioniert der. Verstehe ich auch nicht so ganz. Den im Ausgang. Die fördert aber irgendwie nicht raus. Wieso denn nicht? War das nicht richtig angeschlossen oder was? Ich habe keine Ahnung. Jetzt läuft der hier aber auch wieder. Mal so mal zur Vorsicht noch zwei Rotoren hier rein. Dann kümmern wir uns jetzt gerade mal um die Biomasseproduktion da hinten. So, müssen wir es hier ein bisschen umbauen. Hier müsste noch ein Lagercontainer bei. So. Und dann bräuchten wir hier gerade mal eine Rampe, dass wir da hochkommen. Können wir auch da dran setzen, das wäre auch nicht so schlimm. So. Hier ist der Konstruktor, wo Biomasse reingeht und fester Biotreibstoff rauskommt. Nee. Ist doch Blödsinn. Huch. Machen wir ein kleines Fundament hin, das reicht. So.
Der soll aus Holz Biomasse machen. So, das passt. Nee, soll er eigentlich nicht. Okay. Ich habe wieder irgendwas offline gebaut, was ich wahrscheinlich gespeichert habe. Das ändern wir jetzt. Alles klar. Der macht jetzt auf jeden Fall festen Biotreibstoff. Gut. Das geht dann dahin runter. Nach hier. So, dann kommt ein Konstruktor. Müsste dann im Prinzip hier hin und einer müsste daneben. Den Förderlift müssen wir auch ändern. Der Förderlift wird da unten angeschlossen. Und geht dann daraus. Und dann kriegen wir hier wahrscheinlich keinen Konstruktor hin, weil das Stein im Weg steht. Könnten wir direkt ja da anschließen, ne? Ist aber nichts. Hier so halb in den Stein reingebaut, das wollen wir auch nicht. Nein, 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 das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Müssten wir den Konstruktor da hinstellen. Ist auch nicht ganz daneben, ne? Das heißt, wir stellen es einen hier hin und einen daneben. Wir bauen ein Fundament hier hin. Machen wir der Vollständigkeit halber. Ein Fundament bauen wir uns hier hin. So, dann stellen wir hier die Konstruktoren hin. Eingang. Den stellen wir dann direkt daneben. Nicht genügend Freiraum. Wird wahrscheinlich der Turm. So. Dann bauen wir ein Förderband. Da. Ne, am besten eigentlich nur so ein ganz kurzes Stück raus, ne? Och, Menno. Und wieder runtergefallen. Das hat auch so ein bisschen was von Warline. Da fällt man bei Bauen auch ständig irgendwo runter. Okay, wir müssten dann von da nach da. So, eins sogar in Ordnung so. Dann haben wir den nächsten Lift, den wir brauchen. Von da.
nach da. Der kriegt ein Förderband. Nach hier. So. Die machen beide Biomasse. Der hier wäre Biomasse Holz. Und der hier wäre Biomasse Blätter. Dann brauchen wir hier einen Fusionator. Stellen wir da hin. Und von da nach da. Und von da. Ja, schon wieder zu weit gebaut. Der kommt so. Das kommt so. Dann können wir von hier, können wir wieder so einen Förderlift bauen. Da. Hier brauchen wir auch eine Förderlift. Nach da. Und verbinden jetzt die beiden Förderlifte. Ja, da war doch der Punkt. Von da. Nach da. Sieht doch gut aus. Oh, 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 oh. Können wir da jetzt von hier dran? Nee, ne? Haben wir natürlich nicht. So, und der hier macht aus Biomasse fest Biotreibstoff. Nee, Blödsinn. Das war jetzt Blödsinn. Das passt doch schon. Der macht auch aus Holz Biomasse. Der hier macht aus Blättern Biomasse. Und dann geht das hier hoch und geht in einen anderen Fusionator und der macht uns dann den Rest. Oh, 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 oh. So, einmal einen Strommast da oben hinstellen, die beiden neuen Geräte anschließen. Setzen wir einfach dahin. Und dann brauchen wir Kabel von da nach hier. Von hier nach da. Und dann eins von da. Der kriegt seinen Strom von dem Masten. Einmal von dem Masten. Eine Verbindung. Auf den Masten. Und von dem Masten eine Verbindung auf den Constructor. So. Jetzt sollte das Ganze laufen. Hier kommt Holz rein. Hier kommen Blätter rein. Haben wir noch irgendwo Holz? Haben wir nicht mehr. Nee, aber sollte jetzt hier laufen, ne? Das sollte jetzt eigentlich soweit alles laufen. Dann brauchen wir hier nur noch den Treibstoff wieder reinschmeißen. Kapazität 100 MW, maximal 111. Produktion 83. Ja. Hoffen wir mal, dass wir damit noch so klarkommen.
Zumindest bis wir den Weltraumlift jetzt einmal benutzen können, ne? Ein bisschen Biomasse habe ich noch im Inventar. Das können wir direkt hier oben mit reinschmeißen. In den hier. So. Und dann läuft die ganze Geschichte. So. Hier hatte ich noch einen neuen Generator gebaut. Den müssten wir auch nochmal vollstopfen. So. Dann kommen wir auf jeden Fall auch mit der Kapazität klar. So, hier haben wir noch einmal Biomasse drin. Die schmeißen wir oben in den Konstruktor. So. Dann haben wir das soweit erledigt. Wunderbar. Dann können wir jetzt mal schnell gucken, was wir für einen schönen sternklaren Himmel haben. Mit wandernden Planeten. Das sieht cool aus. Fällt mir echt gut. Wir gucken beim Weltraumlift, ob wir jetzt genug intelligente Beschichtung haben. Das war's. Klopfen vorher in die Schmelzhöfe noch mal ein bisschen Erz. Uns fehlen noch 17 intelligente Beschichtungen. Wenn alles gut läuft, haben wir die jetzt. Wunderbar. So, dann schmeißen wir die da rein. Und auf geht's. Ziel. Und send. Ah, das ist erst in die Kiste gepackt. Dann können wir es wegsenden. So. Tschüss. Sehr cool. So, zum ersten Mal im Weltraumlift abgeschossen. Wunderbar. Was haben wir Neues verfügbar? Neues Meilenstein. Kohleenergie. Also, verbrennt Kohle, um Wasser zu erwärmen. Durch den Dampf werden Turbinen Generator gedreht, um Energie für Stromnetz zu produzieren. Das klingt schon mal sehr gut. Wasserextraktor. 120 Kubikmeter pro Minute, Förderhöhe 10 Meter, Flüssigkeit in 10 Meter hoch zu transportiert zu werden. Mhm. Ah, eine Pipeline. Umdurchflussrate und Flussrichtung. Transportiert bis zu 300 Kubikmeter Flüssigkeit pro Minute. Pipeline-Stütze, Pipeline-Kreuzung, Pipeline-Pumpe, Flüssigkeitsspeicher. Scanner-Aktualisierung Kohle. Also das ist schon mal sehr geil. Meilensteinkosten. Brauchen wir Rotoren für? Ja, wir gucken gleich. Wir hatten Fahrzeugtransport, wir hätten Schlepper. LKW-Station, Inventarplätze. Können wir noch ein Stück zurückstellen? Einfache Stahlproduktion. Gießerei. Schmilzt zwei Ressourcen zu Legierungsbarren. Cool. Ah, da gibt es Stahlbarren, Stahlträger, Stahlrohr. Mehrzweckgerüst. Das brauchen wir auf jeden Fall auch schon wieder für den Weltraumlift Phase 2. Und neue Shop-Produkte. Aha. Werden tolle neue Produkte im Außenshop erhältlich sein. Den können wir auch noch bauen. Und verbesserter Nahkampf. Xenoblaster, Handausrüstungspaket, Inventarplätze. Aha. Ach, und Stufe 4 können wir auch schon was machen. Miner MK2. Sehr geil. Stahlbetonträger, Stator, Motor, automatische Verkabelung. Schwerer modularer Rahmen. Der soll auch unheimlich komplex sein zum Herstellen. Hypertubes. Mhm. Wird verwendet, um einen Hypertube zu betreten, um mit Strom zu versorgen. Aha. Aha. Bauphasen. Nee, Blaupausen. Blueprint Designer. Safest Blueprints can be accessed from the build.
Menu Blueprint Lab. To create custom factory designs and save them as blueprint. Ah, cool. Build Gun Upgrade Blueprints. Okay. Logistik MK3. Speicherkapazität, Energiespeicher, industrieller Lagercontainer, enthält 48 Slots zur Aufbauung großer Mengen von Gegenständen, hat je zwei Ein- und Ausgänge für Förderbänder, aha. Förderband MK3 mit 270 Ressourcen pro Minute, wie der Förderlift. Und stapelbare Pipeline-Haltung, sehr cool. Dann möchte ich aber als erstes auf jeden Fall hier die Kohleenergie haben. Das ist der Meilenstein, den wir auswählen. Dafür brauchen wir Kabel, verstärkte Stahlplatten und Rotoren. Die Rotoren kriegen wir, wenn wir da vorne unsere Produktion für die intelligente Beschichtung abschalten. Ja, ich sehe schon, wir müssen da noch einiges mal ändern an Produktionswegen. Da geht nichts drum rum. Aber wenn wir den jetzt ausschalten, dann können wir uns auf jeden Fall hier die Rotoren abzwacken. Wir brauchen 50 Stück. Machen wir aus Eisenstangen und Schrauben. Ist ja was. Die klappen wir uns mal eben so zusammen. Den lassen wir stehen. Eisenstangen und Schrauben müssten wir hier oben im Lager mehr als genug haben. Schrauben habe ich gerade noch 425 in der Tasche. Dann klöppeln wir uns mal schnell ein paar Rotoren zusammen. Mal eben schnell, 50 Stück brauchen wir. So, noch ein paar Schrauben. Oh, das waren ein paar viel. Das waren ein paar zu viel. So, 20 Stück noch. Und dann haben wir das gleich. Und dann können wir uns in der nächsten Folge auf Kohlesuche begeben. Und können dann endlich unser Energienetz upgraden. Ein Traum geht quasi in Erfüllung. Wir brauchen keine Biomasse mehr sammeln. Nicht mehr so extrem. So. Das haben wir. Meilenstein Kohle. Wo packen wir das jetzt hier rein? Ja. Kabel und Stahlplatten brauchen wir noch. Da haben wir die verstärkten Platten. Und 300 Kabel brauchen wir. Haben wir... Ach. Wieder zu viel. Bin es noch gewohnt, dass ich mit Steuerung gedrückt halten, dass ich nur den ganzen Stack mitnehme. Aber dann nehme ich ja hier alles mit, was ich von der Sorte in dem Lager habe. So. Frachter starten. Wunderbar.
Kohleenergie freigeschaltet. Sehr schön. Neue Gebäude und kennbare Ressourcen. Jetzt bin ich mal gespannt, wo gibt es denn Kohle? Da gibt's Kohle. Da wollen wir hin. Was ist denn die passende Markierung? Das hier? Irgendwo da, ne? Ach, wir scannen das einfach nochmal. Okay. Dann geht es in der nächsten Folge weiter mit Wir suchen uns Kohle. Also Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, wenn ihr Spaß dran habt, ne, dürft ihr beim nächsten Mal gerne wieder zuschalten. Würde mich freuen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.